Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Wieder mit einer gemütlichen Baufolge. Hofft man. Immer. Bloß ah, unser Kelvin, dann macht mich nicht Sorgen. Scheiße, Penner wollten wir ja. Haben wir jetzt vergessen. Ich hab gesagt, ich bin ein Penner. Hier? Achso, okay. Ich will es bloß noch mal gehört haben. Mei, gängen's doch bitte voran. Warum? Hey, schau hin, seit wann denn das? Was denn? Geh oben. Ah, Panik. Kelvin, du stehst im Weg. Was denn? Das ist neu. Warum liegt der in unserem Bett? Der hat jetzt das hingekriegt und oft hat man ganz leichte Schlafgeräusche gehört. Seit wann schläft denn die? Entschuldigung, ich hab die nicht. Entschuldigung. Es hat nur so ausgeschaut. Ich hatte ein Balken in der Hand. Jetzt liegt sie schon wieder hin. Ja, aber. Gehen wir auch schon schlafen. Ja, dann möchte ich bloß mit ihr schlafen. Ich? Jetzt. Sag schon noch die. Druck jetzt. Oh ja. Aber nicht auf Benutzen drücken. Ich tue das Erlebnis einmal speichern. Schieber. Oi, Schnee! Winter! Es ist Winter. Oh. Na. Also bei mir nicht. Bei mir ist alles weiß. Ich glaube, dass wir da Gammifleisch essen. Aber ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn bei dir weiß? Bei mir ist alles weiß. Ah, jetzt verarsch mich. Na? Ja. Warum soll ich dich verarschen, wenn so die Leute singen von mir? Also bei mir ist es nicht weiß. Bei mir ist es weiß. Bei mir ist Winter. Jetzt schneit's. Jetzt ist weiß, gell? Die ist kalt und du bist nass. Und Pipi hast du in den Augen. Na toll. Also nichts Neues. Mhm, hat's gesagt. Mhm. Passt sie noch, weil das ist Schiss. Das ist recht, wenn sie passt. Resi, du kannst jetzt nicht vorbei, da stehe ich doch. Du bist genauso blöd wie er. Was will ich denn jetzt eigentlich machen? Irgendwas will ich machen. Warten jetzt die Balken? Ich hab doch da Balken gegeben. Ja, hab ich auch für die Nummer. Achso. Oh, okay. Jetzt kostet ein paar Mal einfach der Auffüllung, aber die werden oft automatisch kürzt und fallen durch. Ich hab doch bestimmt ein Winterjackerl, oder? Klamottechnisch. Lederjacke. Taktische Jacke. Stimmt. So der News ankommt. Also so richtig wintertauglich ist da nix. Was soll jetzt der Winter eigentlich bedeuten? Da wir jetzt dann gleich 2 Jahre auf dieser Insel sein. Na, Winter, was ist ein Winterding? Lederjacken. Schützt vor Regen? Ich weiß, den Kapuzenpulli hat so. Das ist quasi das Feuer. Keine Ahnung, Kapuzenpulli. Ein Kapuzenpulli ist am Wärmen. Aber ich habe halt noch unsere Feinde auch noch. Ja, und du kannst da drüber ziehen. Na, ist? Normalerweise müsste da noch mehr wärmen. Apropos Feinde, es war noch gar keiner da. Bloß so. Weißt du, ich hab sie wieder verschrien, aber ich brauch Totenköpfe, sonst kann ich die Lampen nicht fertig bauen. Ah, und schon kommt da einer. Hey, servus. Dann muss ich gerade mal reden mit den Leuten. Ich brauch deinen Kopf, es tut mir leid. Bleib da. Soll ich mir so hören? Ich bin jetzt teufel. Leider, musste leider verhorzen.
brauchen deinen Kopf für den Lampenschirm. Toll. Das muss das Wefi. Ich will dich da hochbauen. Dann baue ich dich eben ein anderes Mal da hoch. Der Schnee wieder vor die Bäume, wenn ich da nicht hüpfe, das sagt nichts. Lauter Schnee. Reicht nee. Warum haben wir da jetzt die Dinger nicht hinbauen? Immer hat's was. Irgendwas ist doch immer. Muss dann du mal probieren, ob du auf dem Dach das, was jetzt offen ist, die halber dann auch eindecken kannst. So geht's. Okay. Vielleicht brauchen wir da noch einen Querbalken. Eins, eins, drei, vier. Der geht nicht zu. Jetzt sonst mit. Jetzt seid. Jawohl. Klapp auf. Jetzt habe ich die andere da verbrennt. Und ist nicht mehr ein Kopf rausgekommen. Wie gibt's denn das? Die hat nur einen Kopf gehabt. Bitte, muss ich da nochmal schauen, ob nicht ihr einen. Ja, ich baue jetzt einfach da vor die Lampen. Ja, ich hab noch, zwei. Oh. Jetzt bin ich ganz eingefallen. Das Eis macht Geräusche, alter Schwede. Da wird der Bang und Angst. Ja, so kann ich schon hinbauen. Ja, das ist das Bau. Das Bauwesen. Ja, gerade würde ich sagen, kann man mal auf Bayern mal anschüren. Jetzt ist das da durchgefallen. Ich krieg einen Vogel. Die ganzen 8 Milliarden Folgen liegt das Feuer da rum, gell? Jetzt fällt's durch. Ich hab ein bisschen Brennholz geschmissen. Wenn wir auf Zeiten. Da brauche ich noch so einen Querbaum. Wie geht denn? Steht das Riesel im Weg? Meine Herren, jetzt habt ihr euch doch verbündet gegen mich. Ganze Baum haben wir noch im Baumlager? Nein, haben wir nicht mehr. Lampen ist fertig, aber ich glaube nicht, dass die viel Licht bringt. Sehen wir dann nochmal, wenn es finster ist. Lass mal durch. Also weh. Oh, da liegt. Da war doch vorher ein Aufgang, hast du den weggerissen? Ja. Na komm, so. Ne? Wir brauchen Köpfe, waren die Feinde. Komm mal um. Wenn du mal Feinde brauchst, dann könnt du.
Da schaut's aus. Da liegen deine ganzen Halberten umeinander. Und der Vorschuss, der wird auch noch interessant. Mhm. Wo wird jetzt die hinbauen? Genau, so runter. Das geht irgendwie nicht. Ja, kann da muss ich da auch noch meinen halben her. Mache ich das. Mache ich den da. Au! Da haben wir selber, glaube ich, jetzt haben wir selber einen Baum aufgekaut. Kelvin, du stehst in der Tür. Geh mir. Ach, sag einmal. Einmal? Dieser Kelvin. Kannst da eigene Serie dran. Diesem Kelvin. Nein! Fühl schon wieder. Aber langsam. Schaut aus, wie wenn das ein Haus wurde. Ja, aber warum kommen jetzt also manche Ecken nicht reindecken? Woran liegt das? Entweder sind da zu viele Enden von Bäumen aufeinander. Aber da ist komischerweise auch nicht gegangen. Es kostet quasi zwei Schräge, gehen nicht übereinander, nebeneinander. Ja, aber das kann ja nicht im Sinne der Erfinder sein. Hätte wahrscheinlich einfach nur das Dach anders da bauen müssen. Hä? Das nützt. Gehen wir da nicht mehr hoch. Die kann jetzt wahrscheinlich nicht wegbauen. Was soll jetzt nicht mehr? Den jetzt hat er den wegbaut. Nicht ziehen. Also möchte sie den holen. Nein. Du musst draußen gehen. Geh nach draußen und such Bäume. Bäume! Wollen wir die Helligkeit ein bisschen haben, oder? Ich habe nur Höhleneinstellungen. Also, wollen sie noch eine. Viel besser. Was tust du denn jetzt, du da, du Dödel? Du sollst Stämme holen. Geh und hol Stämme. Geh, geh! Alter. Geh mit Gott, aber geh! Nein, geh jetzt nicht mit, ich muss das doch hätten. Jetzt läuft der wieder drauf. Ja, weil ich gerade einen hingeworfen hab. Yes, du bist teuer. Hä? Wo ist denn du die Stämme hier da oben? Hä? Was tust du da?
Das ist das Dachmuseum, das der Bau. Ja, aber dann können wir ja nicht mehr auf, wie du jetzt dann. Ja gut, dann gehen wir, bauen wir den dabei nochmal weg. Ne? Ja, und jetzt? Wie gehen wir jetzt auf? Nein. Was tust du denn jetzt? Jetzt, nein. Jetzt gar nicht mehr. Oh, ausgewichen. Au. Ja, mit meiner pantherhaften Agilität. Wollen wir reden von Kelvin? Und bringen wir uns mit die Baumstämme. No. Kelvin, hol jetzt Bäume. Hol Bäume! Wo ist er denn jetzt? Ich schmeiß da einen auf. Du Pfosten, du. Dann geh ich wieder selber. Das nervt wieder mit denen. Ich hab da einen liegen lassen, Kelvin. Hol dann, hol dann. Jetzt ist er wieder mal von der Haus aus, wo immer er die Herzart hat jetzt. Der baut wahrscheinlich wieder was ab, was wir aufbauen. Jo. Ja, das kann man ganz gut verstehen. Fällt denn da jetzt einer? Was planst du da oder so? Bist das du? Ja, ein paar Fenster ausgeschlungen. Achso. Fenster ist gar nicht gut. Das ist seltsam, weil man da gar nicht hinbauen kann. Ha, nein, den nicht. Ha, jetzt. Nein, jetzt habe ich den ausgebaut. Ja, da. Krieg ich nicht mehr hin. Was hast du ausgebaut? Den Fetten da. Ah, die. Warte mal. Probier es jetzt. Na, muss ich von unten wieder drauf bauen. Brauche ich da einen halben? Achso, ich meine, die Unterkonstruktion abgerissen haben. Ne? Ja. Kelvin, du Träne. Zwei Baumstämme oder stehen gebracht, die haben bestimmt irgendwas. Was denn? Oh oh. Na, mein Baumstamm wollte ich mal wieder nehmen. Jetzt hätte ich noch schnell den anderen neu werfen müssen. Sag ich mir mal, der sollte aufhören, weil wären wir ja nicht froh mit dem Vogel. Soll ihn wieder hingelegt, jetzt kommt er bald wieder. Oh Mann. Bringst du es nicht mehr hin, gell? Jetzt wenn wir die Holzlager. Ich nehme schnell den Trittbaum. Ah, warum bin die auseinander? Ich meine, die kann man nehmen. Mann, warum bin ich denn so doof und nimm den nicht hin? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Kelvin, wo ist denn jetzt wieder Herzart? Alter, was tust du mit dem Baum her? Alter, mein Gott! Der tänzt sich vorhin oben mit dem Baum. Jetzt möchte er in den Knochenständer einpressen.
Wenn er Spaß hat. Ich glaube, das ist ein bisschen eng für unseren Calvin, ne? Das checkt er nicht. So, jetzt brauche ich noch. Wo klaue ich den Nütze da? Oder? Der Calvin hat einen in der Hand. Nimm den. Ja, jetzt geht's wieder. Ich nehme den wieder auf. Calvin, what you are doing with this Baumstamm? You make me total kaputt und crazy, Mädchen. What? Oh, Calvin. Bist du echt ein knorker Typ, gell, aber... Willst du da nicht die hellste Kerze auf der Torte? Boah, gib mir den Baumstamm jetzt. Gib mir jetzt. Folge mir. Wo ist denn jetzt die geschmissen? Wo ist denn der jetzt? Calvin, komm. Calvin, komm. Den nehme ich. Da gehst du jetzt. Da her. Da gehst du. Ja, super bist du. Ganz am Anfang. Ole, Emme. Vom Feld! Ja, Lager. Da, füll jetzt die Lager. Ich hab da extra Lager gebaut, füll die. Da kann gibst du im Haus ins Freie, freust dich. Jetzt geht's weiter. Oh, bin ich froh. Das hält, wenn wir das haben. Wenn das doch einmal fertig ist. Ja. Ja. Ein Stück Arbeit, ne? Und schon wieder Hunger. Na, ich sind kein Tier wieder. Das liegt wahrscheinlich an der Kälte. Wahrscheinlich verbrauchen wir da mehr Essen. Ja, stimmt. Oder ich darf nicht dabei, wo ist Sirene? Ja, aber wenn es doch pressiert. Hä? Warum liegen wir da halber umeinander? Das war mir auch schon gefragt. Baum fällt! An der Bau direkt ins Lager gefallen. Dann haben sie einsortiert. Gut, braucht man da noch viel Zeug. Ja. Holztransportsimulator. Ja, daneben. Der Lindwurm ist da. Der
Der Herr Lindewurm? Ja, der hat sich auf die Stachelnwetter. Und auf den Stollen, was du da was hingebaut hast. Ja, sehr gut, so ist der Plan. Wie wird denn da entscheiden, in was für Richtung das gegangen wird? Der vordere oder der hintere? Oh, jetzt greift er an. Das Problem ist ja, dass er dir einfach über die durchpackt, dieser kleine Drecksack. Huch! Ja, mit dem Vogelschrot komme ich nicht recht weit. Die Kurdenkugel habe ich nicht mehr, keine mehr. Jetzt ist er tot. Eieiei. Oh, oh, oh. Ja, stimmt. Was denn? Was denn? Was denn? Nein, weil man gerade denkt, so scheiße, jetzt können wir nicht mehr dringen. Dabei gibt es eh noch fließendes Wasser. Wir haben noch einen Fluss in der Nähe. Perfekte Baugrundlage haben wir da gehabt. Eine perfekte Baulage. Das ist jetzt da an der Baumstamm hin. Welcher andere Baumstamm? Ja, da hat es wer hergeworfen. So, wer den Kleben aufgeräumt haben, brav wieder ist. Ich aber schnell gewinnen. Das ist Kelvin. Der flotteste Bäumesammler auf der ganzen Insel. Speedy Bee, Speedy Bo, immer wieder frech und froh. So, odala. Oh ja. Scheiße, da geht nur noch. Oh, scharf hinter dir. Ja, das sag ich nicht. Wow, so hast du nichts gemacht. Vor lauter Frust der Handgranaten angeschmissen. Auf Bäume fällen? Nein, leider nicht. Hat nicht funktioniert. Hm. Ja, sag einmal. Jetzt. Geht noch einer rein? Na. Instead. Doch, das fällt wieder durch. Jo, aber wenn ich so auf die Uhr schaue. Ich erst. Ist schon langsam wieder die Zeit. In die nächste Folge zum Starten. Also, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Man sieht sie in der nächsten Folge. Servus. Servus.